Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder zu mir geschaltet habt. Das ist eine neue Sendung von Outdoor Dog, auch wenn ihr es eigentlich gar nicht gewohnt seid, mich nicht an meinem Schreibtisch oder irgendwo im Wald zu sehen. Worum geht es heute? Ne? Man kann es im Grunde schon so ein bisschen hier erahnen. Facebook ist eigentlich so der beste Gründegeber, bestimmte Videos zu machen oder über bestimmte Themengebiete einfach mal ein bisschen zu reden. Und für mich der ausschlaggebende Punkt war wieder eine Frage in der Caravan-Gruppe bzw. Kastenwagen-Gruppe. Und zwar hat da wieder jemand gefragt, mein Kastenwagen wiegt über 3,5 Tonnen, darf ich damit noch 100 fahren? Ja? Darunter ein Wirrwarr an Antworten, ich meine sehr, sehr viele richtige Antworten, wenn man eben diese Frage ganz kurz, knapp und prägnant beantworten möchte. Problem an der ganzen Geschichte, um so eine Frage vernünftig zu beantworten, muss man schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja? Und da ein paar Leute dabei waren, die penetrant auf ihre Wahrheit, ihre eigene Wahrheit mit, ich sag mal, Führerschein gemacht vor 2000 oder vor 1999 und so weiter. Und da diese Leute dann da penetrant gegen andere stürmen und behaupten, sie hätten Recht, gehen wir heute mal ein bisschen genauer auf die Sache ein. Ich erkläre die ganze Sache mal rechtlich mit, ich sag mal, einem aktuellen Wissen von Jahr 2021 und nicht 1995. Und dementsprechend gehen wir mal darauf ein, was darf ich? Was muss ich eigentlich prüfen? Ja? Es gibt nämlich mehrere Punkte, die ich erstmal prüfen muss, bevor ich so eine Frage so beantworten kann. Weil so pauschal kann ich nämlich nicht sagen, das ist ein Wohnmobil, jetzt fahre ich damit 100. Ne? Das geht nicht. Das kann ich nicht machen, weil es gibt natürlich im Gesetz verschiedene Punkte, die wir da berücksichtigen müssen. Und ich habe das einfach schon mal hier als Themenübersicht so aufgeschlüsselt, dass ihr wisst, nach welchen vier Themenbereichen ich meinen Unterricht hier heute so ein bisschen gliedere. Ja? Übrigens vielen Dank an den Heinrich Vogel Verlag, ja, für die Lizenz, die ich sowieso jeden Monat teuer bezahlen muss. Darf ich jetzt natürlich auch mal hier ein bisschen was von denen an Ansichtsmaterial nehmen, um euch das noch ein bisschen schöner zu visualisieren. Ja? Okay, worum geht's? Erstmal die Fahrerlaubnisklasse muss ich prüfen. Bevor ich auf die Idee komme, mit meinem Fahrzeug Gas zu geben oder in irgendein fremdes Wohnmobil, was ich mir vielleicht irgendwo geliehen habe, einzusteigen und damit loszufahren, muss ich erstmal prüfen, darf ich damit fahren? Habe ich die richtige Fahrerlaubnisklasse, um damit losfahren zu dürfen? Zweite Frage und zweite Überprüfung, die wir machen müssen, wäre, was für eine Fahrzeugklasse besitze ich denn da? Was ist das für ein Fahrzeug? Ja? Ich meine, Kastenwägen sehen alle gleich aus, wenn ich von außen davor stehe. Wenn ich mal einen Blick da reinwerfe, dann sehe ich Küche, Toilette, Bett. Ja? Kochen, wichtiger Punkt für später. Kochecke, ja? Fester Kocher. Und schon könnte ich ja behaupten, ich hätte ein Wohnmobil. Habe ich aber eins, muss ich erstmal prüfen. Tempolimits, gehen wir dann mal nochmal darauf ein. Ich werde sie teilweise oben schon ansprechen, ich werde es unten aber nochmal ganz explizit aufführen, um es nochmal ganz deutlich zu machen, in welcher Klasse ich dann was hinterher darf. So, und dann kommen wir dazu, warum muss ich eigentlich mein Wohnmobil zu einem Wohnmobil machen, und zwar gemäß Zulassungsrecht.
Warum mache ich das überhaupt? Warum nehme ich die Kosten auf mich? Lohnen sich die Kosten überhaupt? Macht es nicht einfach Sinn, das Ding so zu lassen, wie es ist? Ja? Was droht mir, wenn ich es bei bestimmten Fahrzeugen nicht tue? Ja. Diese Themen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr jetzt in meinem neuen Video. Bis gleich. So, willkommen zu Teil 1 meines Videos über was darf ich eigentlich mit Wohnmobilen. Wir steigen ein mit Thema 1, Fahrerlaubnisklassen. Ja? So, viele von euch sind schon lange, sehr lange in Besitz von Fahrerlaubnisklassen. Mag es die Klasse B sein, die Klasse C1 sein oder die Klasse C sein. Ja? Natürlich gab es vor 1999 auch noch andere Fahrerlaubnisklassen, aber auf die gehe ich hier in diesem Video nicht mehr ein. Ja? Jedenfalls nicht diese noch zu erklären, weil es einfach altes Wissen ist. Es ist einfach heutzutage nicht mehr nötig, darüber zu sprechen. Was ich aber ansprechen werde, ist, wenn man diese Klassen hatte, was man dann heute noch darf. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch für uns heute. Ja? Allerdings nochmal daran zu erinnern, die Leute, die noch einen alten grauen Führerschein haben oder den alten roten Führerschein, denkt daran, die Frist nicht zu verpassen. Das ist nämlich leider keine, ich sag mal, Bitte-Bitte-Aktion mehr, diesen irgendwann mal in eine europäische Führerscheinkarte zu tauschen, sondern euer Führerschein hat irgendwann in der nächsten Zeit keine Gültigkeit mehr. Und dementsprechend solltet ihr dafür sorgen, euren Führerschein zu tauschen und euch die europäische Karte zu holen. An dieser Stelle sei gesagt, ihr braucht keine Angst davor haben, irgendwelche Rechte zu verlieren. Ja, das Führerscheinrecht ist ein Bestandsrecht. Das heißt, die Sachen, die ihr mit zu diesem und diesem Zeitpunkt erworbenen Rechten heute besitzt, genau diese Rechte behaltet ihr natürlich auch in dem neuen Kartenführerschein. Ja, das heißt, das wird einfach 1:1 übertragen. Und wenn ihr dann auf der Rückseite von eurem Kartenführerschein mal schaut, ja, ich möchte euch das ganz kurz mal einblenden, dann könnt ihr im Grunde sehen, dass hier ja im Grunde verschiedene Felder sind. Ja, das heißt, wir haben einmal die Fahrerlaubnisklassen, die wir so besitzen, die man da in der Übersicht so sehen kann. Dann haben wir dann hier das Erwerbdatum. Ja. Das Datum ist das sogenannte Ablaufdatum, wobei Ablauf immer so eine Sache ist. Jeder Führerschein lässt sich natürlich auf einfachsten Wege irgendwie wieder verlängern. Ne? Das heißt, da steht jetzt kein Ablaufdatum drin, ab dessen Datum ihr überhaupt keine Fahrerlaubnis mehr nach diesen Klassen hier habt. Also da braucht ihr keine Angst zu haben. Die kann man sich eben wiederholen mit Beachtung bestimmter Auflagen. Und hier das Feld 12, das ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle Leute, die vor 1999 ihren Führerschein gemacht haben. Und zwar habt ihr hier in diesen Feldern Zusatzeintragungen, die sogenannten Schlüsselzahlen. Und bei diesen Schlüsselzahlen, da wird ganz genau aufgeschlüsselt, ja, was darf ich mit Klasse B jetzt, was darf ich mit Klasse C, C1 und so weiter, obwohl ich vielleicht nie einen richtigen LKW-Führerschein gemacht habe. Ja. Auf Motorrad gehe ich hier gar nicht ein. Ne? Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich da Rechte zu sichern, die man früher mal hatte, die heute in eine andere Klasse fallen. Ist aber jetzt nicht erwähnenswert, weil wir hier über Wohnmobile sprechen und eben nicht über Motorräder. So, hier sei nochmal erwähnt, das sind genau die Führerscheine, die ich jetzt gerade angesprochen hatte. Das ist der, der in Zukunft nur noch gültig ist. Ja? Diese Führerscheine hier, ja, die alten deutschen Führerscheine, also ein rein nationales Dokument, da sei euch gesagt, ihr könntet heute schon in manchen europäischen Ländern oder darüber hinaus richtig Probleme bekommen, wenn ihr nur dieses Dokument mit euch führt. Ja? Es gibt Länder, die das nicht mehr akzeptieren und ihr dementsprechend dann eure Ärgernisse da ins Haus holt. In welcher Form das so sein mag, kann ich euch nicht sagen, ja, weil mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Ich habe schon immer den gehabt, weil ich im Grunde meine Dokumente immer durch die aktuellsten eintausche, sobald da irgendwas kommt. Aber ihr solltet nicht weiter mit dem alten grauen Führerschein oder eben dem alten roten Führerschein rumfahren. Ja? Auf ein Datum dieser Führerscheinkarte möchte ich ganz kurz eingehen.
Und zwar könnt ihr auf diesem Führerschein von der Laura sehen, dass hier ein Datum eingetragen ist und alle Daten, die im Grunde irgendwann mal mit einem kleinen Buchstaben hinten ergänzt wurden, sind Änderungen, die mit der Zeit irgendwann kamen. Deswegen haben es noch nicht alle bei sich auf dem Führerschein. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr diese Sachen da drauf habt, weil, worum geht es mir jetzt? Irgendwann, ne, hat so eine große Zeitung aus Hamburg wieder groß auf dem Titelblatt geschrieben, Führerscheine laufen jetzt ab. So, und alle Leute sind amok gelaufen, haben gesagt, habe ich jetzt nächste Woche keinen Führerschein mehr und so weiter. Alles Schwachsinn. Das war wieder alles nur Stressmacherei, alles nur großer Wirbel um nichts. Weil, worum geht es? Es geht um dieses Datum. Das ist das Ablaufdatum des Führerscheins. Jetzt muss man aber ganz klar unterscheiden, ihr habt alle eine Fahrerlaubnis und ihr habt einen Führerschein. Ja? Den Führerschein, den kann mal der Hund fressen, den könnt ihr das Klo runterspielen, da könnt ihr auch mal eine Tür mit aufmachen, wenn ihr euch ausgesperrt habt. Da geht er zum Amt, zahlt ein bisschen Obolus und dann habt ihr einen neuen Führerschein. Ja? Die Fahrerlaubnis ist das Recht, was ihr irgendwann mal erworben hattet und dementsprechend kann man euch das nicht einfach so nehmen. Punkt. Ja? Das Einzige, wo eben die Fahrerlaubnis immer so ein bisschen dran hängt, ist natürlich, wenn sie euch entzogen wird oder wenn ihr mal ein Fahrverbot habt für eine gewisse Zeit. Ja? Das heißt, unterscheidet ganz klar in Fahrerlaubnis und Führerschein, weil wenn der Polizist, der euch anhält, da mal fragt, haben Sie einen Führerschein dabei, dann kann man ruhig auch mal sagen, nö, habe ich vergessen, ne? Oder wie gesagt, habe ich mir gerade die Haustür mit geöffnet, muss ich mir erst einen neuen besorgen. Wenn ihr Pech habt, habt ihr ein kleines Ordnungsgeld wegen Vergessen eines Ausweisdokuments. Aber dieses Ausweisdokument zeigt ja im Grunde ja nur, was ihr für eine Fahrerlaubnisklasse besitzt. So, und das ist, kann der Hund nicht fressen, ganz einfach. Ja? Das muss euch entzogen werden oder eben eine ruhende Fahrerlaubnis, zum Beispiel durch ein Fahrverbot. In dem Punkt kann ich euch schon mal beruhigen. Und genau das ist das. Das ist das Ablaufdatum des Führerscheins. Ja, weil wenn man da mal so sieht, was in den alten grauen Führerscheinen oder roten Führerscheinen noch für Fotos drin sind. Ja, also ich sag mal, in dem grauen, den mein Vater noch bis vor kurzem hatte, war der in meinem, bei weitem nicht, da war der, glaube ich, 20 Jahre jünger als ich heute, hatte so lange Haare, ja, da war manche Perle drauf neidisch, wenn die das Foto da gesehen hat. Und wenn er jetzt mit knapp über 60 dann angehalten wird und hat plötzlich ein Foto, wo er 20 war da drin, ist das kein Indiz mehr, das ist kein Identifikationsmerkmal mehr. Und nur darum geht es. Ja? Wie es bei den Personalausweisen ja im Grunde auch schon immer gewesen ist, das muss sich auch irgendwann mal ändern. Ja? Oder Thema Hochzeit, viele heiraten, haben es nicht mal nötig, ihren Namen ändern zu lassen im Führerschein. Bei einer Kontrolle steht im Ausweis und im Führerschein verschiedene Nachnamen drin. Genau darum geht es. Ja? Also keine Angst vorm Tausch. Das hier ist nur das Ablaufdatum dieser Plastikkarte. Ja, also im Grunde, wenn das abgelaufen ist, könnt ihr damit sofort eure Haustür öffnen. Ja, oder sie dem Hund zu fressen geben. Okay, so, dann gehen wir mal auf die Klassen ein, beziehungsweise auf die alten Klassen im neuen Führerschein. Hier haben wir jetzt mal einen solchen Führerschein, der aufgrund von Altrecht getauscht wurde ins neue Recht. Das heißt von alter roter, alter graue zu hin zur Plastikkarte, europäische Karte. Ja, und hier könnt ihr dann schon sehen, hier ist das so, dass man im Grunde ja irgendwann mal, und in diesem Fall ist es gewesen, am 29.10.2012, ja, hat er die Klasse B gemacht. Ja. Und durch diese Klasse B zu diesem Erwerbdatum hatte er damals mehr Rechte. Das heißt, er durfte den klassischen Mofa-Roller da fahren, ja, also diesen 50er-Roller der Klasse AM bis 45 km/h. Er durfte hier bei der Klasse A1 bestimmte 3-rädrige, 04, 4-rädrige Fahrzeuge fahren, Quads and Trikes. Und in dem Fall hier genau das gleiche, größere Fahrzeuge, Kubik leistungsmäßig, Leistungsgewicht eventuell nach neuen Rechten. Und dann haben wir hier eben das gleiche 2012, alles das gleiche Datum, dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge der Klasse A. So,
Das heißt, er darf kein Motorrad fahren. Da haben sich schon richtig viele Leute, auch aus meinem Kundenkreis, richtig auf den Arsch gesetzt, weil die nämlich in ihren Führerschein nach dem Tausch geguckt haben, haben plötzlich gesehen, da ist bei Klasse A ein Datum eingetragen, haben sich eine fette Harley gekauft, draufgesetzt, losgefahren, an der nächsten Ecke angehalten, Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja? So, ist übrigens eine Straftat, also dementsprechend schweres Vergehen. So, das heißt, es ist kein Kavaliersdelikt, dann eben mit diesem Führerschein zu meinen, man hat Motorrad und könnte jetzt Motorrad fahren. Im gleichen Fall hier, gut, Klasse B ist alles soweit, ne, beim Alten geblieben. Trecker war damals auch noch mit drin, durfte man also Trecker der Klasse L fahren, gehe ich auch jetzt nicht drauf ein, ist für uns nicht interessant. So, jetzt kommen wir zum Punkt, das ist jetzt, sind jetzt die Führerscheine, die im Grunde schon nach Euro-Recht ausgestellt waren und irgendwann irgendwelche Rechte hatten. Ich könnte jetzt natürlich, wer weiß, wie viele Führerscheine hier anschlagen und überall zeigen, was ich in welchem Jahrgang und so weiter geändert habe. Aber da kann ich euch sagen, ruft einfach bei meinen Kollegen irgendwo bei euch in der Nähe an, wenn ihr das nicht selber wisst oder wenn ihr das nicht selber rausfinden könnt. Ja? Zeigt denen euren Führerschein, die können euch ganz genau sagen, welche Zahl, welche Eintragung hier hinten drinne im Feld 12 euch betrifft und beziehungsweise was für Rechte euch da noch bleiben. Ja? Ich kann euch zum Beispiel ein bisschen beruhigen, wer den Führerschein vor ganz langer Zeit, habe ich das genaue Datum nicht im Kopf, auf jeden Fall vor 1999 gemacht hat, da sind wir in dem Bereich, wo dann im Grunde hier bei Klasse C hier hinten drin steht, dass man immer noch 12 Tonnen LKW fahren darf. Das durfte man einfach mit dem alten Klasse 3 Führerschein damals. Ja? Okay, so und jetzt, ja, da sind wir jetzt bei diesem Thema. Hier müsst ihr prüfen, ganz wichtig. Das ist im Grunde das, warum ich überhaupt über Führerscheine spreche. Ihr müsst prüfen, was dürft ihr. Habe ich nämlich das alles hier hinten nicht drin und ich habe nur den von der Laura von gerade, das heißt, ich habe nur ein Datum eingetragen bei der Klasse B, dann solltet ihr tunlichst vermeiden, dass ihr Fahrzeuge fahrt, über 3,5 Tonnen. Ja? Tunlichst vermeiden. Geht in die Fahrschule, ja? Fragt nach, was darf ich nicht. Vielleicht könnt ihr euch auch anbieten mit bestimmten Erweiterungskursen, die wir heutzutage haben, oder eben mit einem LKW-Führerschein Mittel, also C1 oder LKW-Führerschein Groß, irgendwie zu helfen, dass ihr da euer Fahrzeug dann wieder fahren dürft. Aber geht nicht hin, habt nur den Klasse B-Führerschein und kauft euch ein 4,2 Tonnen Wohnmobil, setzt euch da rein und fahrt das Ding, weil der genauso aussieht wie der vom Nachbar, der aber nur als PKW 3,5 Tonnen zugelassen ist. Ja? Genau das ist der wichtige Punkt. Das ist die erste Prüfung, die ihr machen müsst, damit da nichts passiert. So. Was ich noch für euch habe, und zwar, weil ich gerade ein Update bekommen habe, ich zeige den Leuten, die diese Altführerscheine besitzen, mal, wann ihr die Plastikkarte wirklich tauschen müsst. Weil ihr könnt viel aus dem Gesetz rausfinden, ihr könnt viel Kauderwelsch irgendwo bei Google finden. Von mir bekommt ihr jetzt eine ganz klare Antwort, was ihr wann zu tun habt. So, hier haben wir zum Beispiel eine Übersichtstabelle nach Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers, ja. Geburtsjahr vor 1953 bis 58 bis 64 bis 70 und 71 oder später. Und dann habt ihr im Grunde hier, ja, 19. Januar 33, 19. Januar 22, wird schon eng, ne? 19. Januar 53, 19. Januar 54 und 19. Januar 25. Habe ich 55, 54, Quatsch. 33, 22, 23, 24, 2025. So, es gibt noch einen zweiten Teil. So, und hier in dem Bereich sind wir jetzt bei nicht mehr den alten Führerscheinen, rot oder grau, sondern hier sind wir jetzt im Grunde schon bei den EU-Führerscheinen, nämlich alles, was nach 1999 ausgestellt wurde, wo auf der Rückseite sowas wie LKW sowieso nicht mehr mit drin ist. Das ist wirklich das Recht, was dann schon mit den neuen EU-Rechten, mit dem neuen EU-Kartenführerschein kam. Ja, und hier könnt ihr dann auch schon sehen, ne, 99 bis 2001, 2002 bis 4, 5 bis 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis heute. Ja.
So, und da haben wir dann im Grunde hier schon, ne, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, das heißt, da sind wir schon in den Bereichen, die EU-Führerscheine, die haben ja dann meistens sowieso ein Ablaufdatum drauf. Und für die Führerscheinkarten, wo dieses Ablaufdatum nicht drauf ist, gilt das hier. Das sind im Grunde eure Ablaufdaten für eure EU-Führerscheinkarten ausgestellt vor dem 18.01.2013, die ihr tauschen müsst. Ja, müsst. Ich sage ganz klar, ihr müsst es tun, weil das hat einen Hintergrund, die werden innerhalb der EU so auch nicht mehr akzeptiert. Ja, wenn ihr Glück habt und ihr kommt an den niederländischen, französischen, italienischen, polnischen Verkehrspolizisten, der das nicht so eng nimmt, dann habt ihr Glück. Ja, viele sagen nämlich jetzt schon, und das weiß ich, ja, ist mir noch nie passiert. Ich fahre so oft ins Ausland, noch nie hat mich einer angehalten und wenn, dann haben die den Führerschein immer alle akzeptiert. Ja, aber irgendwann ist das erste Mal. Ja. Und gerade wenn man viel ins Ausland fährt oder besonders wenn man tatsächlich gerade irgendwas angestellt hat, ja, guckt man immer automatisch ein bisschen genauer auf so eine Karte, als wenn da gerade jetzt einfach nur eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt wird. Und dementsprechend kann ich euch nur den guten Rat geben, tauscht eure Karte frühzeitig zu aktuellem Recht und ihr werdet keinen Ärger bekommen. Ja? Auch möchte ich euch zum Abschluss dieses Themas hier nicht vorenthalten. Was? Jetzt spielen, ich bin hier mitten im Video, Snowy. Ich bin hier mitten im Video. Ja? Ja, wenn Snow schreit, müssen alle rennen, das ist immer so. Ja, meckern kannst du, wie ein Großer, ne? Und wenn der Große kommt, bist du so klein. Ja. So, Schluss jetzt. Ist gut, ist gut, ist gut. Ah. Ah. So einen Hund wie den kann man einfach nur lieben. So, okay, Schlüsselzahlen. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt da eine grobe Übersicht darüber. Und hier sind wir im Grunde bei dem, was ich schon gerade sagte. Wir haben hier zum Beispiel Seehilfen eingetragen, Fahrzeuge, die über kein Kupplungspedal verfügen, hat sich jetzt zum 01.04.2021 übrigens geändert. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, auf einem Automatikfahrzeug zu lernen und hinterher trotzdem alles fahren zu dürfen. Ja, dreirädrige, vierrädrige, Krafträder Klasse A, Leistungs- nach Leistungsgewicht, Fahrzeugkombinationen mit Anhänger oder eben, wie in dem Fall hier, die Kombination B96. Gilt dann als Erweiterung für den Klasse B-Führerschein, ist für viele Wohnwagenfahrer, wir sind ja im Campingbereich unterwegs hier gerade, sehr, sehr interessant, weil wir schimpfen den niederländischen Anhängerführerschein, weil es ist nur eine Erweiterung ohne eine amtliche TÜV-Prüfung. Die Prüfung wird quasi in der Fahrschule gemacht nach Abschluss der Ausbildung und dementsprechend ist das Ding wirklich auf kurzem Wege zu erlangen und wird im Grunde durch eine sehr, sehr gute Schulung mit Einparken und so weiter gemacht. Ja, ich bin einer der wenigen, die das frühzeitig erkannt haben, aber ich wohne hier auch direkt an der Caravan-Meile von Mülheim an der Ruhr. Also von daher, ich schule sogar mit einem Wohnwagen meine B96-Ausbildungen, wenn das gewünscht ist von den Leuten, weil ich eben genau in dieses Camping-Thema gerne reingehe und den Leuten dann eben nicht kleines ATU-Anhängerchen da vor die Nase stelle, die damit üben lasse und später kommt dann der 8 Meter Wohnwagen dahinter und die landen auf dem Campingplatz in der Hecke. Ja? Dementsprechend gehe ich auf dieses Thema, so wie es sein muss, vernünftig ein. Ja, und dann habt ihr auf jeden Fall die Erweiterung von 3,5 Tonnen auf 4.250 und damit lassen sich eigentlich die meisten Zugfahrzeug-Wohnwagen-Kombinationen bewegen ohne Probleme. Ja? Das heißt, nicht jeder, der heutzutage einen Wohnwagen kauft, muss sofort irgendwie einen größeren Führerschein machen, muss sofort großen Anhängerführerschein machen oder einen LKW. Ist nicht mehr nötig. Ne? Also da geht man dann schon ein bisschen mehr auf die Kundenwünsche ein. Und dann könnt ihr auch für eine kleine Münze trotzdem euren schönen Wohnwagen mit in den Urlaub nehmen. So, genug zum Führerscheinrecht.
Jetzt gehen wir nochmal auf die Fahrerlaubnisklassen ein. Ja, und zwar hier jetzt wirklich nach dem aktuellen Stand, den wir jetzt gerade haben. Bis hierhin war ja eigentlich mehr so ein bisschen das Aufschlüsseln, was auf dem Führerschein hinten eingedruckt ist mit Altrechten und so weiter und so fort. Hier geht es jetzt wirklich darum, mal zu sehen, welche Klasse wir hier überhaupt bei Klasse B haben. Was dürfen wir bei Klasse B? Es gibt immer zwei Beschränkungen, die bei allen diesen Klassen im Grunde eine große Rolle spielen. Und zwar sind unsere Fahrerlaubnisklassen eigentlich in Gewicht unterschieden und in Personenanzahl. Ja? Das heißt, das sind die beiden Punkte, wo da eigentlich der Unterschied gemacht wird bei diesen Fahrerlaubnisklassen. Bei der Klasse B beispielsweise, kann man hier im Grunde ja schon sehen, aber das wissen ja viele von euch bereits auch so, dass es um Kraftwagen geht bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Ja? Das heißt, kein Kilo drüber. So, und jetzt wird dich immer gefragt, wo ist denn da die Grenze? Muss ich jetzt bis 3.499 Kilo gehen? Und bei 3.500 bin ich schon drüber? Oder darf ich da hingehen und ich brauche ab 3.501 Kilogramm den nächsten Führerschein, also die Klasse C1? Leute, da kann ich euch ein bisschen beruhigen. Wir sind nicht päpstlicher als der Papst. Ja? Da müsst ihr den, ich glaube, den Verkehrspolizisten schon so sehr geärgert haben, wenn der auf diesem einen Kilogramm rumreitet. Aber um es jetzt wirklich für die Anwälte unter euch zu klären, bis 3.500 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht ist die Klasse B. Das heißt, die nächste Klasse geht daraus hergeleitet bei 3.501 Kilo los. Ja? So. Maximale Anzahl von Personen außer dem Fahrer ist immer wichtig. Ja, 8 bei Klasse B. Allerdings muss das Fahrzeug dafür auch ausgelegt sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Kastenwagen habt und ihr packt einfach mal 6 Leute, ne, zum Kuscheln ins Bett hinten rein, 2 in die Sitzgruppe und einer setzt sich vorne ans Steuer, ja, dann haben wir diese 8 plus 1. Nur hat das nichts mit in einer ausgelegten und gebauten, ja, Fahrzeugart für diese Personenanzahl zu tun. Da sind wir in dem Bereich, wo wir einfach dann schon wieder das Fahrzeug nicht so führen, wie es sich gedacht, der Bauer gedacht hat. Ja? Das heißt, es muss für jeden eine dafür vorgesehene, vernünftige Sitzgelegenheit mit Anschnallmöglichkeit vorhanden sein. Das heißt, wenn wir jetzt über unsere Kastenwägen sprechen, wo wir meistens eine Sitzgruppe, 2 Personen, 2 Anschnallgurte haben, ja, plus vorne 2 Sitze, das heißt Fahrersitz, Beifahrersitz, dann reden wir bei diesem Kastenwagen im Grunde von 3 Fahrgästen plus 1 maximal erlaubt. Ja, wenn ich jetzt natürlich einen Kastenwagen habe mit einer Rundsitzgruppe irgendwo drin und habe da 4 Anschnallmöglichkeiten, gut, dann habe ich eben die Möglichkeit, 5 Leute mitzunehmen und plus Fahrer. Ja? Also das muss unterschieden werden. Nicht nur, weil ich die Karre vollstopfen kann mit Personen, heißt das, dass das so erlaubt ist. Ja? Sitze, feste Sitzmöglichkeiten, Anschnallmöglichkeiten. Es mag bei älteren Modellen, bevor dieses Recht rauskam, auch da gilt natürlich Bestandsrecht, anders sein. Also es gibt wahrscheinlich auch noch Wohnmobile, die haben ja keine Sicherheitsgurte, wie es ja mal ganz früher einfach so gewesen ist. Die sind dann auch so nicht eingetragen und so weiter. Dementsprechend kann man da natürlich auch noch ohne Sitzgurte da mitfahren. Problem an der ganzen Geschichte ist, da darf ich trotzdem keinen ins Bett legen. Ja, das ist kein Sitz. Das ist nicht dafür vorgesehen, Personen mit zu befördern. Ja, dann haben wir hier ja uninteressante Sachen mit ein bisschen Moped und Trecker, was man dann darf. Mindestalter 18 Jahre oder begleitetes Fahren mit 17. Das heißt, ihr dürft natürlich auch eure Kinder, wenn die gerade den Führerschein haben, auch schon euren Kastenwagen fahren lassen. Ist kein Thema, wenn ihr denen so weit vertraut, dass sie das Ding nicht gegen die nächste Ecke setzen. Wenn wir dann bei unserem Fahrzeug Klasse B noch einen Anhänger hinten mit dranhängen wollen, ja, und jetzt wirklich gehen wir davon aus, ein Fahrzeug maximal 3,5 Tonnen, dann hat man hier halt noch die Möglichkeit, mit dem Klasse B-Führerschein einen Anhänger bis 750 Kilogramm zulässige Gesamtmasse hinten mitzuführen. Und zwar immer. Ja, das heißt, selbst wenn das Fahrzeug 3,5 Tonnen wiegt, darf ich immer die 750 hinten dranhängen.
Wohlgemerkt, Führerscheinrecht, nicht Fahrzeugrecht. Das Fahrzeug muss das natürlich auch können. Anders, Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse über 750 Kilogramm ist erlaubt, wenn die gesamte Kombination, das heißt also das Zugfahrzeug, euer Kastenwagen und der Anhänger, die in der Kombination die 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Das heißt, wenn euer Kastenwagen, ja, nehmen wir mal ein Rechenbeispiel, was wir alle jetzt gut im Kopf rechnen können. Und zwar, wir liegen genau bei 2000, habe ich gerade gesagt, im Kopf rechnen, 2749, ja, 2749 Kilo. Das heißt, ihr seid gerade so in dem Bereich, wo ihr hier einen Kastenwagen habt und ihr dürft den 750 Kilogramm jetzt so noch dranhängen. Den dürft ihr sowieso ja immer dranhängen. So, jetzt packen wir da aber einen Anhänger dran, der wiegt 755. Und schon peng. Ob der 5 Kilo, ob das jetzt 5 Kilo sind, 500 Kilo oder eine Tonne mehr im Anhänger, ist dann wirklich vollkommen egal. Ein Kilo drüber und die ganze Geschichte ist geplatzt. Ja, das heißt, ihr dürft noch nicht mehr diesen kleinen Anhänger mitführen, obwohl ich ja viel, viel, viel größere Sachen dranhängen kann. Ich kann zum Beispiel an den Kastenwagen, der ja zulässige Gesamtmasse nur 2 Tonnen hat, 1,5 Tonnen noch hinten dranhängen. Ja, so in der Masse gesehen. Ist das 3,5 Tonnen insgesamt und dann bin ich da nicht drüber. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn das Zugfahrzeug leichter ist, auch dementsprechend große Anhänger mitzunehmen. Aber die Obergrenze absolut 3,5 Tonnen. Ansonsten seid ihr aus der Klasse B einfach raus. Ein Kilo mehr und ihr seid aus der Klasse B raus. Dann braucht ihr die Klasse C1, LKW. So, dann kommen wir hier noch zu unserer kleinen Erweiterung. Und zwar das, was ich vorhin sagte, der niederländische Anhängerführerschein, so wie wir ihn schimpfen. Weil da haben die Niederländer einfach irgendwann gesagt, nein, wir können ja jetzt nicht hier alle einen Führerschein machen für einen Anhänger. Wir sind Niederländer, wir haben das Recht auf Camping und dementsprechend wurde dann bei der Führerscheinreform dann da eben diese Klasse da so mit eingeführt. Ja, durch Hören und Sagen, angeblich wäre das so entstanden. Ja? Okay, weg von der Anekdote, kommen wir wieder zum wichtigen Teil. Und zwar ist das eine Erweiterung, das ist keine Fahrerlaubnisklasse, es ist nur eine Schlüsselzahl im Feld 12 hinten auf der Führerscheinkarte. Diese Erweiterung erweitert die Klasse B und zwar um ein paar Kilo, nämlich genau um 750 Kilogramm. Aber jetzt nicht zu verwechseln mit dem kleinen Anhänger, den wir ja sowieso immer mitführen dürfen. Ja, das heißt, ich sagte ja gerade schon 3,5 Tonnen. Und nur 750 Kilo hinten dran ist immer erlaubt, dürft ihr immer mitführen. So, jetzt habe ich aber auch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal, was weiß ich, 3.500 ist zu viel, 3.200 Kilogramm zulässige Gesamtmasse hat der Kastenwagen. Ich glaube, da liegen wir in dem Bereich, wo auch viele Kastenwagen schnell mal landen. Ja, also 3.200 Kilogramm zulässige Gesamtmasse. Hier geht es nicht nach tatsächlichem Gewicht, sondern wirklich nach zulässiger Gesamtmasse, ist ganz wichtig. Und dann hat man eben die Möglichkeit, eben von 3.200 bis 4.250 Kilogramm den Anhänger noch aufzustocken. Ja, das heißt also, möchte ich jetzt später noch einen Anhänger mitnehmen, wo ich ein Auto hinten drauf habe und so weiter, muss ich schon wieder darauf achten, was für eine zulässige Gesamtmasse hat der Wagen, welche zulässige Gesamtmasse hat der Anhänger inklusive dem Fahrzeug oder der Ladung, die da oben drauf steht. Und wenn ich dann hier nicht mehr reinfalle, sondern im Grunde hier in dem Bereich des Anhängers höher bin als 750 Kilo, dann darf ich da in dem Bereich bis 4250 Kilogramm noch gehen, nach oben. Ja? Wie gesagt, auch da sind wir in dem Bereich, das ist schon wenig Wohnwagen, weil ich sag mal, selbst so ein Q7, was wiegt ein Q7? 2,2, 2,3. Ja? Also das sind ja schon schwere PKWs, 2,2 Tonnen, 2,3 Tonnen. So, und wenn ich dann da überlege, 2,2 Tonnen, da darf ich ja noch hier 2 Tonnen
hinten dranhängen. Das reicht für die meisten Fahrzeuge, die als Begleitfahrzeuge mitgeführt werden. Also in dem Bereich sind wir dann da wirklich gut aufgehoben. Und wie gesagt, das ist durch eine durch keine Prüfung, sondern im Grunde einer Fahrerschulung in eurer Fahrschule eures Vertrauens, wo ihr dann eben lernt, mit dem ganzen Gerät einmal umzugehen. Ihr müsst auch mal einen vernünftigen Theorieunterricht über die Klasse Anhänger hier und so weiter mal mitmachen, dass ihr halt ein bisschen mehr diese Gesetze wieder kennt, nach aktuellstem Stand. Und ja, dann bekommt ihr irgendwann in dem Feld 12 hinten auf eurer Führerscheinkarte die Schlüsselzahl 96 eingetragen und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Ja? Ist also, wie gesagt, nur eine Erweiterung der Klasse B und keine eigene Fahrerlaubnisklasse in dem Sinne. Kommen wir als nächstes zum ersten Lkw-Führerschein. Ja, und so wie ich gerade sagte, unsere Fahrerlaubnisklassen sind im Grunde Gewichtsklassen oder ich sag mal, unterscheiden sich nach Personenanzahl, die mitgeführt werden dürfen. Wobei ich auf die Personenanzahl hier jetzt nicht eingehen werde, großartig, weil wir unterrichten hier keine Busse. Wohnmobile sind keine Busse. In den wenigsten Wohnmobilen werden über 8 Personen mitgeführt. Ja? Sollte das dann so sein, dann hat man eben die Möglichkeit, einen Busführerschein zu machen. Also auch hier seht ihr, Lkw ist genauso beschränkt auf 8 Personen. Da unterscheidet sich im Grunde gar nicht von der Klasse B. Da muss eben die Klasse D1 oder D, also die Busführerscheine her. Am Grunde, das, was sich hier wirklich sehr, sehr, sehr groß unterscheidet, das ist das Gewicht. Hier sind wir über 3.500, das heißt also ab 3.501 Kilogramm bis 7.500 Kilogramm. Auch bis 7.500 Kilogramm. Ja? Nicht 7.499. 7.500 Kilogramm zulässige Gesamtmasse. Man muss natürlich, um den überhaupt erwerben zu können, die Klasse B vorher erstmal haben. Und jetzt kommt ein springender Punkt. Diese Fahrerlaubnisklasse ist befristet auf 5 Jahre. Und ihr müsst den alle 5 Jahre verlängern lassen. Ist allerdings jetzt kein großer Aufwand. Ihr müsst auch nicht wieder in die Fahrschule gehen, sondern es ist eine Augenprüfung, gesundheitliches Zeugnis und so weiter. Weil man geht natürlich davon aus, dass das hier nicht eine reine Campinggeschichte ist, sondern im Grunde Güterverkehr. Und da geht es um Sicherheit, da geht es um Menschenleben im Straßenverkehr. Und dementsprechend wird hier natürlich mehr, überprüft und mehr Rücksicht auf die ganze Geschichte genommen, als bei einem Klasse B, den man im Grunde auch freiwillig mit 80 abgeben kann, wo vorher nie einer nachschreit. Das Ganze lässt sich noch erweitern durch einen Anhängerführerschein für die Klasse C1. Und in dem Fall beispielsweise hat man dann hier auch die Möglichkeit, noch an das Zugfahrzeug Anhänger über 3,5 Tonnen anzuhängen. Ja? Wobei die zulässige Gesamtmasse der Gesamtkombination nur bei 12.000 Kilogramm liegen darf. Das ist genau das, was bei den von euch erworbenen Führerscheinen vor dem Jahr 1999 mit der Schlüsselzahl eingetragen wird. Ja? Diese 12 Tonnen sind die Obergrenze für die Kombination eines 7, wie wir es früher immer genannt haben, 7,5 Tonnen Führerscheins. So, dann geht es um die Königsklasse im Güterverkehr, also die Klasse C, das ist wirklich die volle Ladung Lkw, Mindestalter deswegen aber auch auf 21 gesetzt, weil da gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwie als 18-Jähriger diese großen Fahrzeuge zu führen. Da ist einfach vorausgesetzt, dass der Fahrer eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung bereits erlangt hat und dementsprechend dann so ein Kraftpaket, so ein Riesengerät durch den Straßenverkehr führen darf nur. Ja, das ist im Grunde auch nicht mehr großartig beschränkt, sondern da gibt es wirklich einfach nur noch die Anweisung, alles über 3,5 Tonnen, ja, Anhänger bis 750 Kilogramm, gerade wie, genauso wie, der, wie der, bei der Klasse C1, wenn man diese ganze Geschichte ohne Anhänger hat, eben nur 750 Kilogramm erstmal immer, ist ebenfalls auf 5 Jahre befristet, da ändert sich nichts. Maximal 8 Personen, ansonsten wieder eben einen Busführerschein machen. Und natürlich muss ich vorher die Klasse B haben. Ich muss allerdings nicht die Klasse C1 machen,
Weil die Klasse C1 ist einfach nur diese Zwischenstufe. Ja? Ich kann auch sagen, ich habe die Klasse B und jetzt habe ich so einen Concorde oder sowas, ja, oder so einen Maxi-Liner oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt auch gesehen, jetzt baut man schon Wohnmobile aus diesen Superlinern LKWs. Ja, das heißt, boah, lasst mich nicht lügen, 24, 25 Meter Wohnmobil aus einem Mercedes Arctros oder sowas. Also krasses Gerät. Ich frage mich, welcher Campingplatz dafür Platz hat. Da muss ich wahrscheinlich zwei Plätze buchen oder so, die nebeneinander liegen. Hammerhart. Wenn ich das mal sehe, ich stürme da für euch hin, ich mache ein Video drüber, versprochen. Auf jeden Fall ist es möglich, nachdem man die Klasse B schon hat, im Grunde direkt auf die Klasse C zu gehen. Und jetzt kommt meine persönliche Empfehlung. Jetzt werden mich meine Kollegen hassen, aber es ist meine persönliche Empfehlung. Wenn ihr einen LKW-Führerschein möchtet, vergesst Klasse C1, macht direkt Klasse C. Und wenn ihr noch einen Anhänger hinten dranhängen wollt, über 750 Kilo, macht noch ein C1, CE. Ja, CE. Großer LKW ohne Einschränkungen, mit Anhänger ohne Einschränkungen im Grunde. Ja, der Rest wird im Grunde dann durchs Fahrzeugrecht eingeschränkt. Also welcher LKW wie viel überhaupt noch anhängen darf, wie schwer der Anhänger hinterher überhaupt noch sein darf und so weiter. Das wird aber hier im Führerscheinrecht, im Fahrerlaubnisrecht nicht mehr abgegrenzt. Hier heißt einfach nur nach oben offen, Personenanzahl trotzdem nur auf 8 begrenzt. Ja? Also aus Kostengründen, die beiden LKW-Führerscheine kosten eh nahezu das Gleiche. Macht direkt den großen, habt ihr Ruhe, braucht dann nicht später nochmal hingehen und nochmal so viel Geld ausgeben. Ja? So, das war jetzt Ende des Thema 1. Ich habe mich dann doch entschieden, das in mehreren Videos hier ja, zu machen, weil es doch schon ein aufwendigeres Thema. Im Thema 2 geht es dann um die Fahrerlaubnisklassen. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert gerne meinen Kanal. Ja, lasst mir ein Like da, ne, was auch immer ihr gerne möchtet. Ich werde euch versuchen, immer schön mit den neuesten Infos und ich sag mal auch mit interessanten Videos zu versorgen. Ja? Danke fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.